Ich hasse dich. Rette dich. Auf den TG2, Biatch. Ich bin ein Held. Look at this, Leute. Ich komm gleich. Wie schon gesagt, den Japaner mag keiner. Nur mal um zu demonstrieren. Fabi, wieso hast du mich? Wir kriegen schon noch Max Ammo, also keine Ahnung. Achso, du bist der Japaner. Moment, bleib stehen. Ja, ich hab dich gerettet und du hast mich. Schön. Ich dachte, Kleine wäre der Japaner. So dann sieht das Ganze aus. Ich hab bei mir schon eine Kiste gesehen. Die Deutschen haben immer. Ja, ich brauch keine so billigen Waffen, ich hab den Panzerschreck. Viel cooler. Wenn unsere schönen Tarnkappenbomber fertig geworden wären, hätten wir das Ding gewonnen. Mensch, was kannst du überhaupt? Er ist doch so. Ach, ja. Oh, sorry. Oh, das ja. Wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hätten wir gewonnen. Genau, so. Wer will mit der Wunderwaffe anal penetriert werden? Ich wette, meine Panzerschreck tut mehr weh. Glaube ich nicht. Ich wette... Okay, ich laufe einfach mal. Ich wette, die Wunderwaffe kitzelt mehr. Mit den kleinen Stromstößen. Ist das eine Panzerschreck? Ich glaub, das macht eine Panzerschreck auch. Ich glaube, eine Panzerschreck brennt eher. Die kitzelt eher. So am Kopf. Komm mal mit, Matze. Du hast die meisten Punkte. Kauf komischerweise habe ich die meisten Punkte, nicht wahr? Am Anfang sich beschweren, warum er die wenigsten Kills hat, aber jetzt hier richtig fett absahen. Ich habe weniger als Philipp. Eine Lüge. Nein. Unterstellungen. Nein. Ich will jetzt Juggernaut. Auf die Punkte. Ich habe weniger Kills als du. Heißt ich echt Juggernaut oder Juggernaut? Juggernaut. Ich gebe mir auch Mühe mit warum sagen wir dann immer alle Juggernaut? Weil der Perk im Multiplayer Juggernaut heißt. Beziehungsweise nicht der Perk, sondern das Monstrum. Aus dem Multiplayer. Ich nenne es das Monstrum. Ah, oh, hat er sich selbst gekillt. Halt immer da, wenn du mich okay. Also, nochmal. Ich schweif mal nochmal zurück zur Story. Ah, komm schon, Chaganok. Was? Komm mal schnell her. Ja. Ja. Hast du Zeit? Ja, ich hab immer sehr Zeit, schön. Was gibt's? Komm mal darüber in den Raum. Siehst du die Lampe, die da so hart rumschaut? 2500. Ja. Ich stumm gekifft. Also, Matze will mit was der Was ist mit der Lampe? Was hat mit der Aufsicht? Ah, warte mal, wie kann man das noch aktivieren? Moment. Mal erst hier was aktivieren, ich weiß es nicht mal mehr genau. Das ist traurig, ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Werd dagegen springen, die Lampe pendelt wie Hölle. Whee. Okay, erstens, wo seid ihr? Zweitens, welche Lampe? Bei der Kiste. Bro, beim Abi. Radio, Matze, wenn du weißt, welcher Radio. Ich denke, ich weiß es. Sag mir, was ich tun muss, um gute Musik anzumachen. Normalerweise messern. Oder drauf schießen. Whee. Pendellampe, ich messere schon, aber das Radio scheint nicht zu reagieren. Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Hm? Weil das Ganze nur in Nacht der Untoten funktioniert. Nein, Max Ammo. Auf Shinonuma gibt's das auch. Ach so, dann E drücken. Alle nachgeladen? Bisschen F drücken. Ja, ja, doch. Ja. Also, hört Dr. Ne. Nein. Wir auch. Viel zu weit weg. Nö, ich höre nichts. Hör mal kurz Pause. Lol. Gott sei Dank habe ich noch keinen Perk, Leute. Ja, ich bin unterwegs. Wieso bist du auch im Sumpf? Hätte der neben dir. Ja. Also das Telefon hat auf jeden Fall schon angeschlagen. Ja, bei dir vielleicht. Ich kann dir nicht zuhören, wenn du irgendwas... Gott, die laufen ja. Rückblick. Das Telefon kann man ja auch so aktivieren. Wenn man alle drei Telefone aktiviert, kriegt man das Musical Easter Egg. Das nur. Normalerweise ging das hier bei einem Telefon alleine. Ich bin Nein. ein wenig verstört. Tja. Ach doch. Ich höre die Musik. Tatsache. Ich nicht. Sag mal leise. Ach doch, ja. Ganz leise im Hintergrund. So, yes. Jetzt wieder leise. Musical Easter Egg genießen, Leute. Einen Gruß an Fräulein Siegmann. Danke für diese epic Mucke, einfach nur. Heute wieder. Das hören.
Ja, genug der musikalischen Instrumente. Jetzt geht's wieder an Zombie-Schnetzel und Matze. Jetzt geht's erst mal um die ersten Toten. Ja, zum seit ungefähr 4 Runden. Also, wir alle wissen mittlerweile, dass Dr. Edward Richthofen das Element 115 des eingeschlagenen Meteoriten verwenden wollte, um Supersoldaten zu erschaffen. Das Ganze hat er auch an den Protagonisten, dem Tank Dempsey, beziehungsweise nicht dem Tank Dempsey, dem Takeo Masaki, dem Nikolai Belinsky und einem unbekannten Mexikaner gemacht. Als der Mexikaner dann verstarb, aufgrund der missratenen Testresultate, oder aufgrund der Tests an sich, verstarb der gute Mexikaner und dann wurde Tank Dempsey mit in die Truppe geholt. Ich höre die Musik immer noch. Ja. Die Musik läuft auch noch. Die wird auch nicht weggehen. Sehr gut. Das heißt, nein! Sehr gut, heißt es. So, Juggernaut am Start. Auf jeden Fall, der liebe Dr. Ludwig Maxis, den wir auch schon kennengelernt haben, oder? Fabi, hast du da schon Worte verloren? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, habe ich nicht. Okay, der Dr. Ludwig Maxis ist einer der führenden Personen bei der Group 935, die wir schon kennengelernt haben in Zombie Verrückt. Genau, die sind schuld für den ganzen Schlamassel. Ziemlich. Jungs, Max Amo. Jederzeit. Warte. Jetzt. Oh, Insta. Seid ihr auch bereit? Ja. Muss ich noch kurz einen Zombie beseitigen, der da im Weg steht? So. Wir müssen einen Speedcooler holen. Für euch. So, ich habe jetzt erstmal Juggernaut geholt. Juggernaut hätte was. Juggernaut habe ich jetzt schon. Ja. Wo ist Juggernaut? Bei euch, oder? Ja, genau. Guck hier immer noch bei der Kiste hinten rum. Wir brauchen jetzt noch einen Eingang. Ja, ich bin schon unterwegs. Oh, Hundis! Oh. Es gibt wieder Hunde-Action. Hundi! Der ist so knuffig! Okay, klick noch einen Plan. Egal, wer von euch hier raucht, macht das Fenster auf! Ich find doch alle auf! Und Fabi, ich bin bei dir im Zimmer immer noch nach Pisse. Ich glaube, das ist nicht auf der Aufnahme drauf, wo ich mich beschwere, dass es in meinem Zimmer stinkt, als ob jemand mal ganz gemütlich in die Ecke. Ich weiß, das ist. Musstest du wieder dein Revier markieren? Der Fabi spielt auch gerne mal auf seinem Schreibtisch. Natürlich! Nein, er markiert sein Revier. Ach so. Deswegen habe ich auch mein Fenster zugemacht. Femba wurde draußen ist. Draußen fällt zu viel Frischluft. Dünkt! Nein, draußen war viel zu viel Frischluft. Frischluftfeind. Ich sagte Moment. Und ich sagte, wo gibt's Juggernaut? Matsu Storage. Wo gibt's Juggernaut beim Doktors Quartier? Ja. Sehr gut. Wir gehen nochmal durch zum Lagerraum. Oder ja, ja, geht ruhig. Zu den Lagerstätten. Speedcola. Ach, ja, bleibt ja nicht viel anderes übrig. Speedcola. Jugger. Die oh, Macht. Oh, welcher Perk wird's denn? Oh, 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 oh mein, oh mein Gott, Speed Cola, ich hätte ja niemals dran gedacht. Ist ja auch ein Telefon. Es gibt nur ein Musical Easter Egg vom Map. Schade. Jürbe. Zumindest noch. Mit Black Ops 2 ändert sich das alles. Oh Gott. Ja. Noch mehr Musik. Yay! Ja. Geh wieder zur Kiste. Um nochmal wieder erneut auf die Story zurückzukommen. Matze, du solltest dich nicht aufhalten lassen. Naja, ich will euch ja nicht unterbrechen, aber ihr unterbrecht mich halt sehr gerne. Wichtige Dinge. Du hast eigentlich keine Musik mehr. Bisschen halt F2 bei, vielen Dank. So. Ach, wieder Musik. Genau. Der Dr. Ludwig Maxis, den ich ja gerade schon als führenden Kopf von der Group 935 verkündet habe, der wollte das Element 115 dazu benutzen, jetzt die Zombies zu klonen, in der Hinsicht. Also die Zombies, die sie durch das Element 115 erschaffen haben, sollten definitiv vermehrt werden. Und man sieht das... Au, wow. Klingt nach einem sinnvollen Plan. Oh, Juggernaut rettet mir mal wieder das Leben. Wären die Zombies kontrollierbar gewesen. Ja, aber die aufgepasst. Waren leider nicht kontrollierbar, obwohl man sagen muss, dass sie bei... den
Testen, also beim Testen, bei den Testen natürlich, bei den Versuchen oder beim Testen, immer wenn sie außer Kontrolle geraten sind und einfach nur auf Rage gegangen sind, dass sie sofort ausgeschaltet wurden. Auf jeden Fall, er wollte sie halt klonen, also die mehr oder weniger kontrollierbaren Zombies klonen, um eine Magnum Club Armee von Untoten aufzubauen, die, mit der man dann in den Krieg ziehen kann oder sonstiges, was einem verrückten Wissenschaftler halt so alles einfällt. Was für coole Pläne er halt hat. Genau. Dann bin ich zu dumm zum Treffen. Dann kann ich meine Schrift nicht entziffern. Ich habe mir Notizen gemacht. Zur Story Lachmaschine Nummer. Gut. Dann was war geht's denn in etwa? Ich kann dir helfen. Es ist auch fucking dunkel bei mir im Raum, deshalb sehe ich meinen Zettel kaum. Das ist das andere Problem. Das sage ich in der Schule auch mal. Ich konnte nicht lernen, ich habe meine Schrift nicht lesen können. Weil es im Raum so dunkel war. Ich bin einfach zu arm für Licht. Wir haben daheim noch keine Elektrizität in Pörnbach. Wir hatten 3 Jahre. Es gibt mit dem Zombie, doch immer zu Fuß in die Schule laufen, oder? Ja. Natürlich, es gibt noch keine Autos. Wir ziehen wir fahren noch mit Schlittenhunden. Nee, wir lassen immer andere Leute den Schlitten ziehen. Wir fahren immer mit der großen Dorfkutsche. Solange wir sonst keine Probleme haben. Ach ja, genau. Die Tests an den. Also Richthofen hat ja diese Supersoldaten entwerfen wollen. Bouncing Bats. Und er hat ja als Testobjekte die lieben Hauptcharaktere verwendet. Und nach einiger Zeit haben sich auch komische Eigenschaften feststellen lassen. Der Tank Dempsey, mein Charakter, ist zum Beispiel durchgehend sehr aggressiv. Der Takeo Masaki, die Papaya, der ist zum Beispiel, kann zum Beispiel nur noch mit japanischen Sprichwörtern kommunizieren. Der kann nicht mehr normal sprechen. Alles, was er sagt, ist irgendein japanisches Sprichwort. Und oh, verdammt nochmal, ist mein Wodka. Genau, Fabi läutet schon ein. Der liebe Nikolai kann sehr nutzlos werden, wenn er seinen Wodka nicht bekommt. Wirklich, Leute, verarscht mich. Wo ist mein Wodka? Immer diese Vorurteile. Wenn ich ein paar japanische Sprichwörter könnte ich mit dir kommunizieren. Oppai! Sag einfach Oppai! Glaube ich, ist das richtig. Das einzig wahre Wort japanischen Animes. Oh Gott. Das ist der wenigen, die wir können. Niveau haben. Niveau, Limbo, wie tief kannst du gehen? Ich weiß schon, wie viele Leute, die das Video anschauen, jetzt in Google dieses Wort eingeben werden. Ich weiß schon, wie viele Leute, die dieses Video anschauen, das Wort schon kennen. 90%. Spitzer du nicht. Ja, der ist die anderen 10%. Das ist auch falsch. Er würde sagen, das sind die anderen 2%. Vermutlich. Wo war es gleich nochmal? Double Tap. Jumped. Double Tap war bei der Kiste. Die ist wo? Beim Com Room. Okay. Hey ho. Alter, ich bin mit meiner PPSH so unpräzise mit Double Tap. Wer? Welche? Also ich bin mit meiner PPSH 41. Ja, die wäre schön, hätte ich auch gern. Ich hab eine STG 44. Ich hab eine Raygun. Geh mal an die Küste, nur weil ich es kann. Vielleicht zieh ich eine Ray. Ah! Lass mich in Ruhe! Nein! Flammenwerfer, fick dich! Nimm den Flammenwerfer! Ich will haben! Das war Fallflammenwerfer! Wir haben ihn in den letzten 2 Maps auch jeweils schon gehabt. Einmal der Fabi und einmal ich. Egal, Just for Fun will ich auch einen Flammenwerfer haben. Ich bezweifle irgendwie, dass man den in Runde 12 noch sinnvoll hernehmen kann, aber... Kann man auch nicht sinnvoll hernehmen. Außer, wenn wir Instakill haben, dann geht das problemlos. Genau. Dürfte ich mich zu Wort melden? Ja. Nein. Okay, dann lasse ich es mal lieber. Nein, Quatsch. Weiter noch. Ein paar Punkte habe ich noch, die ich gern loswerden will. Und zwar die Teste. Oh Gott, ich kann heute keinen grammatikalisch richtigen Satz formulieren. Die Versuche/Tests ergaben unter anderem eine mehr oder weniger Amnesie. Die ergaben Grammatik.